Hier wieder. So, herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zum zweiten Halo 5 Live Commentary auf unserem Kanal. Mein Name ist Dilas oder Psycho und ich habe ganz schön viel Bock, weil wir spielen jetzt Capture the Flag of Truth. Nice, oder? Super nice. Und ich bin mal echt gespannt, wie das ist, ob das an Heretic da wirklich rankommt, weil in der Beta habe ich ja immer nur Slayer auf der Map gespielt. Capture the flag. Sehr, sehr nice. Okay, cool. So, hier liegt jetzt ein Storm Rifle. Interessant. Und da liegt Camo oder irgendwas. Was ist das? Ja, Camo. Selfie! Okay, da ist ein Gegner. Ich will jetzt erstmal nicht zu offensiv sein. Wenn ich nämlich Glück habe, kann ich mir jetzt erstmal die BA hier schnappen. Den dann Stealth wegholen und dann auch noch den zweiten Stealth wegholen. Und dann die Flag mitnehmen. Und dann Flag Juggling! Woo! So. Ich hab's. Goddammit, da bleibt die da hängen. Oh Gott. Ach, ich kann ja auch thrusten, ne? Cool. Nice. So. Tu doch irgendwas! Hättest du ihn mal eine Sekunde vorher assassinated. Teammate! Egal, wir haben die erste Flag. Oh, da ist kein Prophet's Bane mehr in der Mitte. Oder was heißt nicht mehr? In Capture the Flag weiß ich ja gar nicht, was da. Also da liegt er vielleicht einfach nicht dort. Sondern halt der Plasma Caster. Oh, wir sind hier schon wieder captured. Hier ist dieses coole Hologramm, waren die schon immer da. So, ich würde sagen, wir sind mal ganz unkonventionell. Nehmen wir mal direkt wieder die Flag mit. Oh, die fliegt so relativ weit, ne? Kann das sein? Naja, das muss ich natürlich alles hier in Halo 5 noch üben. Aber es gefällt mir auf jeden Fall, dass das so relativ schnell... Okay, es gibt anscheinend doch ein Schwert auf dieser Map, die ich böse herausfinden musste. Fuck, jetzt haben die gecatchert. Leute, was macht ihr denn? Gut, Plasma Caster ist da, den holen die sich jetzt bestimmt, weil ich gerade nicht mal annähernd in der Nähe bin. Okay, unser Teammate hat den, das ist sehr gut. So, gotta kill. Okay, da wird jetzt... Nimm die Flag mal mit, Teammate. Okay, gut, dann nehme ich sie. Wo lang gehen wir? Das ist die Frage. Du musst mich begleiten. Sehr gut, das tust du. Und ist Camo. Von hinten. Boah. Man schießt auch langsamer mit der Magnum. Man kann nicht so spammen, wenn man die Flak abfällt. Und da hat man echt so aus. Das ist cool. Das ist sehr gut. Weil man kann halt schon irgendwie schießen, aber es ist halt deutlich benachteiligt. So, zack. Nice. Ich mache immer den Objective Player. Man muss ja auch jemand übernehmen. Jemand muss ja auch für den Sieg sorgen. Nein, das ist natürlich alles nur möglich durch meine sehr kompetenten Teammates. Was sonst? Die allseits bekannten kompetenten Teammates in Halo. Sie haben unsere Flag. Das ist schlecht, dann bleibe ich aber erstmal hier. Töte den Kollegen. Dann return ich die Flag. Und da stehen einfach zwei Teammates und über ihn Gegner und keiner checkt sich, egal, die Flag ist jetzt returned. Ja. Immerhin das. So, Plasma Caster in 90 Sekunden. Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon noch die Flag gehen soll. Der Karabiner ist auch echt cool. Ich mach den ja schon immer als eine Elitenwaffe. Holen wir uns mal den Plasma Caster. Ich habe noch keine Ahnung genau, wie man den möglichst effektiv benutzt, aber gut. Das finden wir heraus, wenn wir bei Doing, würde ich sagen. Die
ganze Zeit sieht man keinen einzigen und dann... oh, das war jetzt aber schnell. Oh, krass. Ja, gut. Zwei Flag Caps, 8 Kills, wahrscheinlich 1000 Mal gestorben. Scheißegal, wir haben gewonnen. Bäm. Epic Spartans. Aber sie klappen sich jetzt auch nicht mehr ab, so wie in der Beta. Oh, 4 Mal gestorben. Ja, cool. Ich würde aber sagen, wir hängen jetzt noch direkt ein Match hier ran.